Heute mit die besten Gartenfotos der Welt. Internationale Ausstellung macht Station im Berggarten. Mehr Unterstützung für junge Unternehmer. Niedersachsen stellt Start-up-Strategie vor. Und damit hallo und herzlich willkommen zur Wochenendausgabe von 0511, Ihrem täglichen Magazin aus Hannover. Ein Start-up, das ist ein junges Unternehmen mit einer ganz neuen Idee. Niedersachsen liegt bei der Gründung solcher Start-ups bundesweit gerade mal im Mittelfeld. Und das möchte die Landesregierung ändern. Sie möchte ihre Jungunternehmer weiter stärken und hat dafür eine neue Strategie vorgestellt. Start-ups sind eine riesige Chance für die Wirtschaft. Das sagt Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Daher will die Landesregierung die niedersächsische Start-up-Szene noch mehr in Schwung bringen und das Land als Start-up-Standort sichtbarer machen. Die jungen Unternehmen sollen mit zusätzlichen Geldern aus Landesmitteln in der Anfangs- und Wachstumsphase weiter gefördert werden. Wie das funktioniert, beschreibt Wirtschaftsminister Bernd Althusmann. Jetzt geht es darum, die einzelnen Finanzierungsinstrumente und Ebenen des Bundes und des Landes zusammenzuführen und damit mehr junge Menschen zu animieren. Jawohl, ich gründe mich. Und dieses Angebot richtet sich insbesondere an Frauen in Niedersachsen. Zu 2/3 sind es meistens Männer, die ein Start-up gründen, zu 1/3 nur Frauen. Diese Gründungskultur gerade für Frauen zu stärken und Frauen dazu zu begeistern, das muss unser Ziel sein. Althusmann legt viel Hoffnung auf junge Unternehmen. Die sollen Niedersachsen weiterbringen und in Zukunft krisenfester machen. Ich hoffe mir die besten, klügsten, die sinnvollsten Ideen für die Wirtschaft in Niedersachsen, weil ich glaube, dass das uns ein Stück weit krisenfester macht, indem es uns gelingt, auf Hochtechnologie, auf digitalen Feldern, aber auch im Gesundheitsbereich, im Ernährungsbereich, im Energiebereich, im Bereich Mobilität für die Zukunft Lösungen zu entwickeln, die uns vielleicht ein Stück weit doch für die nächsten 10 Jahre auf der Vision, die wir haben, wo Niedersachsen 2030 stehen soll, voranbringen. Zu Zeiten der Pandemie haben es Startups besonders schwer. Die Corona-Krise sorgt für Unterbrechungen der Lieferketten und verzögert die Produktentwicklung. Das erschwert den Startups die Finanzierung. Ihnen fehlt der Umsatz und dennoch verbrauchen sie weiterhin ihr Kapital. Diesen Start-ups möchte Niedersachsen finanziell besonders unter die Arme greifen, betont Start-up-Beiratsmitglied in Niedersachsen Matthias Hunnecke. Ich denke übrigens nicht nur, dass die besondere Förderung da wichtig ist, sondern auch die schnelle Förderung. Denn anders als vielleicht mittelständisches Unternehmen können Start-ups in der Regel nicht auf Bankenfinanzierung zurückgreifen. Da ist halt eben kein Dispo vorhanden, der in Anspruch genommen werden kann. Da gehen die Lichter halt viel schneller aus. Und deswegen ist es wichtig, dass auch diese Förderungen entsprechend schnell gewährt werden, dass die Prozesse unkompliziert sind und dass sie halt auch tatsächlich für Startups zugeschnitten sind. Die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie waren für junge Unternehmen besonders belastend. Daher standen den Startups bereits 5 Millionen Euro der Soforthilfen zur Verfügung. Und weiter geht es bei uns mit unserem Nachrichtenüberblick aus der Region. Heute Morgen protestierten AktivistInnen von Extinction Rebellion Hannover vor der Filiale der Deutschen Bank am Georgsplatz. 2 Menschen hatten sich mit Sekundenkleber an der Eingangstür festgeklebt. Der Protest richtet sich gegen die Investitionen der Deutschen Bank in Kohle- und Rüstungsindustrie. Die NGO Urgewalt hatte heute anlässlich des Weltspartages deutschlandweit zu Protesten aufgerufen. Der Aufforderung der von Bankangestellten herbeigerufenen Polizei, den Eingangsbereich der Bank zu räumen, wollten die AktivistInnen nicht nachkommen, sodass die Polizei eine gewaltsame Räumung androhte. Der im Jogginganzug kurzfristig aus seinem Urlaub herbeigeeilte Filialleiter der Bank, Michael Hobusch, sorgte dann für eine überraschende Wendung. Er akzeptiere den Protest und erlaube den Menschen, vor der Bank sitzen zu bleiben, teilte er den PolizistInnen mit. Die Polizei könne getrost wieder abziehen, was sie dann auch tat. Die Steinbock-Skulptur in der vorderen Einriede nahe der Musikhochschule wird vorübergehend abgebaut. Grund dafür ist der Abriss und Neubau der Brücke über dem Ententeich. Wegen dem lockeren Boden ist das Fundament unter der Brücke auseinandergedriftet, was zu Rissen am Bauwerk geführt hat.
Der Abriss ist von November bis Ende des Jahres geplant. Der Bau für die neue Brücke beginnt Anfang des nächsten Jahres und soll im Frühjahr fertig sein. Die Steinbock-Skulptur wird dann nach der Fertigstellung wieder an ihrem alten Platz zurückkommen. Das Coronavirus drängt zumindest in den Medien ein anderes Virus weit zurück. Die Grippeviren sind wieder auf dem Vormarsch. Wie jedes Jahr ist auch für den Beginn des kommenden Jahres eine Grippewelle zu erwarten. Und so eine Grippe kann Erkrankte durchaus für ein paar Wochen aus der Bahn werfen oder im schlimmsten Fall tödlich sein. Über die kommende Grippewelle spreche ich jetzt mit dem Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker. Hallo. Herr Spieker, zunächst mal, was unterscheidet denn eine Erkältung von einer Grippe? Eine Grippe kann innerhalb von sehr kurzer Zeit zu ganz schweren körperlichen Auswirkungen führen, wenn dann plötzlich Muskelschmerzen, hohes Fieber, Schweißausbrüche in einer kurzen Zeit kommen, dann deutet das eher auf eine Influenza hin und weniger auf eine klassische Erkältung. Es ist im vergangenen Winter die Grippewelle ja sehr glimpflich verlaufen. Würden Sie eine Prognose wagen, wie es im kommenden Jahr abläuft? Prognosen sind immer schwer. Auf hoher See oder vor Gericht ist man in Gottes Hand, sagt man so schön. Und so verhält es sich auch bei dem Thema Grippe oder im Fachjargon Influenza. Natürlich wissen wir, dass nur alle Jahre eine schwerere Grippewelle passiert. Aber die Grippe rafft trotzdem in jedem Winter, in jeder Grippesaison viele Menschen dahin und führt eben auch dann in vielen Fällen zum Tod. Und deswegen darf man sie überhaupt nicht unterschätzen. Und deswegen geht es auch gar nicht darum, in welcher Jahreszeit oder in welchem Jahr eine schwerere Welle rollt. Jede einzelne Grippeerkrankung ist problematisch. Kann eine Impfung gegen Grippe, was ja ein wirksames Mittel ist, eigentlich auch bei einer eventuellen Corona-Infektion helfen, indem die Corona-Infektion, sofern sie eintritt, dann milder abläuft? Also klar ist, dass beide Viruserkrankungen zusammen noch viel schwieriger wären. Und deswegen raten wir besonders in diesem Winter, aber nicht nur in diesem Winter, zur Grippeschutzimpfung für Menschen, die sogenannt vulnerabel sind, die also Risikopatienten sind, die über 60 sind, die aber auch in beruflichen Expositionen arbeiten, wo sie eben sehr viel Kontakt haben. Man denke da zum Beispiel auch an Lehrpersonal etc. Und insofern ist die Grippeimpfung immer sinnvoll für diese Risikogruppen. Und alles andere muss man mit dem jeweils behandelnden Hausarzt entsprechend dann auch diskutieren. Aber klar ist auch, Corona plus Influenza gemeinsam wird noch viel problematischer. Stichwort Hausarzt. Wenn man sich gegen eine Grippe impfen lässt, geht man im Allgemeinen ja zum Arzt. Aber es wird jetzt auch propagiert, das einfach in der Apotheke machen zu lassen. Ist das gut? Ist das sinnvoll? Die Ärztekammer Niedersachsen spricht sich deutlich gegen die Impfung in Apotheken aus, weil Ärztinnen und Ärzte auch von ihrer Ausbildung her das Impfen gelernt haben. Und vor allem wissen sie auch mit möglicherweise gefährlichen Nebenwirkungen sehr schnell viel lebensrettender umzugehen als zum Beispiel Personal in Apotheken. Deswegen gehört die Impfung in die Arztpraxis und da lassen wir überhaupt keinen Kompromiss zu. Wir wissen sehr wohl, dass man die Impfbereitschaft insgesamt erhöhen muss. Das kann auch möglicherweise bei dem einen oder anderen dann das Motiv gewesen sein, Impfen in Apotheken zu erlauben. Aber es gehört dahin, wo man mit möglicherweise schweren Nebenwirkungen auch sofort eingreifen kann. Gibt es denn genügend Impfdosen gegen Grippe? Da gehen die Einschätzungen ja ein bisschen auseinander. Nach unseren Informationen hat man zum Beispiel für Niedersachsen 2,1 Millionen Impfdosen zur Verfügung. Nun hat Niedersachsen über 7 Millionen Bürgerinnen und Bürger. Insofern würde es nicht reichen, nach unseren Informationen, wenn jeder sich impfen ließe. Das ist aber nicht zu erwarten. Wir wissen, dass die Impfbereitschaft in der Bevölkerung relativ niedrig ist. Im Moment wissen wir aber auch, dass Impfstoff ganz knapp ist und dass Hausärztinnen und Hausärzte im Moment gar keinen mehr haben und auf die nächste Tranchenlieferung im November warten. Das ist einerseits positiv, dass sich mehr Menschen jetzt impfen lassen wollen, aber unsere Informationen sind eben auch die, dass die Bestellung der Grippeimpfdosen in einer Zeit passierte, wo das Coronavirus noch nicht so grassiert ist. Und das ist im Moment so ein bisschen die Verknappungsproblematik. Wir hoffen aber darauf, dass sich das im November dann wieder bessert. Der Sprecher der Ärztekammer Niedersachsen, Thomas Spieker, zur anstehenden Grippewelle. Vielen Dank für Ihren Besuch bei uns im Studio. Dankeschön.
Und weiter geht es jetzt mit diesem Thema. Die besten Gartenfotos der Welt sind jetzt im Berggarten zu sehen. Sie sind das Ergebnis eines internationalen Wettbewerbs und wandern nach ihrer Premiere in den berühmten englischen Kew Gardens durch ausgewählte Gärten in Europa. Und eins sei schon verraten, unter den ausgestellten Fotos ist auch eines zu sehen, das im Georgengarten aufgenommen worden ist. Die Herrenhäuser Gärten sind sehr facettenreich. Ob bei Tag oder Nacht, sie erscheinen immer in ganz anderem Licht. Das zeigen auch manche der ab Sonntag im Berggarten ausgestellten Fotografien. Alle hier gezeigten Bilder sind Teil des internationalen Fotowettbewerbs International Garden Photographer of the Year. Teilnehmen können sowohl Profi- als auch HobbyfotografInnen. Die Herrenhäuser Gärten sind als Vertreter Deutschlands dabei gewesen. Es ist ein internationaler Wettbewerb. Da geht es um die besten Garten- und Naturaufnahmen der Welt. Und es senden tatsächlich Fotografen aus aller Welt ihre Motive ein. Und da kann man sich schon wirklich dran erfreuen. Wunderbare Bilder. Besonders in diesem Jahr, unter dem Titel The Beauty of Herrenhausen Gardens, hatten die Herrenhäuser Gärten eine eigene Kategorie innerhalb des Wettbewerbs. Der erste Platz in dieser Kategorie ging an den Göttinger Lars Gerhards. Seine Fotografie zeigt den Garten im herbstlichen Morgennebel. Ich mag das, wirklich Stimmung in Szenen zu setzen, also wirklich Orte, besondere Orte in besondere Szenen zu setzen. Wie hier jetzt nicht nur so schnöde im Laufe des Tages dann mal zu knipsen, sondern wirklich zu gucken, wie kann man das Ganze, wann gibt es besondere Stimmungen, wie kann man diesen Ort bestmöglich irgendwie rüberbringen. Und da kam mir eben dieser Gedanke mit dem Nebel, dass das zur Stimmung beiträgt, das Mystische auch mal rüberbringt. Lars Gerhards hat sich 2013 nebenberuflich als Fotograf selbstständig gemacht. Sein Bild hat er 2017 geknipst. Zu diesem Zeitpunkt wusste er noch nicht, dass er mal einen Preis damit gewinnen würde. Aufnahmen der Herrenhäuser Gärten hatte er schon länger geplant. Ich liebe die Herrenhäuser Gärten, muss ich sagen. Also ich bin schon als Kind mit den Eltern mal hierher gefahren, so als Sonntagsausflug. Fand ich schon immer faszinierend. Jetzt bin ich seit 2007 bei Hannover Marketing und Tourismus beschäftigt. Also mein Job ist eben auch, Hannover in alle Welt zu vermarkten und die Schönheit der Stadt rauszustellen. Die Ausstellung im Berggarten zeigt auch Fotos aus anderen Kategorien. China, Neuseeland und andere Länder sind ebenfalls vertreten. Gewinner des gesamten Wettbewerbs ist der Österreicher Albert Kohlen mit seiner Fotografie The Vaya Storm. Die Herrenhäuser Gärten werden in den nächsten Jahren weiterhin mit ihrer eigenen Kategorie dabei sein. Wir haben erstmal uns verpflichtet, das für 3 Jahre zu machen. Und wenn das erfolgreich läuft, so wie es jetzt aussieht, werden wir das auch weitermachen. Denn wir können ja immer tolle Bilder gebrauchen. Die Besucher möchten auch immer wieder was Neues sehen. Und vor allen Dingen freuen sich auch die Besucher, wenn sie Fotos einreichen dürfen. Das meint ja heute jeder, er kann mit seinem Handy tolle Fotos machen. Manchmal klappt das ja auch gut. Da die Fotografien draußen ausgestellt sind, können sie weiterhin von Besuchenden der Herrenhäuser Gärten angeschaut werden. Zu sehen sind die Werke der FotografInnen bis zum 30. April 2021. Und wir haben jetzt noch einen Freizeittipp. Das Herbstvergnügen auf dem Schützenplatz ist noch bis einschließlich Sonntag geöffnet. Unter angemessenen Hygienebedingungen erwarten Sie Fahrgeschäfte, Karussells oder Buden mit gebrannten Mandeln und Zuckerwatte. Ein würdiger Ersatz also für das traditionelle Oktoberfest. Der Eintritt auf den Schützenplatz kostet 2 €. Die können Sie aber gleich als Gutschein wieder umsetzen. Das war 0511 am Wochenende. Ihnen noch einen schönen Abend. Machen Sie es gut.